So, Freunde der Sonne und des guten Geschmacks, weiter geht's hier mit Pile Up. Wir sind immer noch in Kuroland oder in Kuro, wie wir es ja nur genannt haben, unsere kleine Stadt. Und die Riddlers wollen natürlich auch ein bisschen weitere Sachen haben. Die erste Runde haben wir ja gut hinter uns gebracht, das Tutorial haben wir zusammen gemacht. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Und vielleicht hat der eine oder andere ja mittlerweile schon Lust bekommen, das Spiel selber mal zu spielen. Kann ich euch nur ans Herz legen und ja, schaut bei Steam vorbei. Early Access, ein paar Euronen kostet das Spiel. Aber hey, es ist super. Ich kann es euch nur empfehlen. So, weiter geht's in die nächste Runde. Unsere Fabriken bringen uns jetzt ein paar Karten. So, sehr gut. Wir haben mittlerweile hier unten auch das Feature, das wir uns angucken können, sind unsere Einwohner zufrieden oder nicht. Zufriedenheit, seht ihr selber, sieht gerade nicht so ganz glücklich aus. Haltet deine Bürger bei Laune, denn wenn sie traurig sind, bist du auch traurig. Glücklich haben wir 0 traurig, 204 Einwohner tot. Gott sei Dank keinen. Wir haben hier, was ist das für ein Button? Den kenne ich gar nicht. Ah, okay. Insgesamt, was wir alles haben. Also Anzahl der Fabriken haben wir eine Hausfabrik, eine Bedarfsfabrik, eine Unterstützungsfabrik und Aktionsfabrik haben wir gar keine. Es werden insgesamt generiert. Verbleibende Gebäude und Fabriken für kommende Runden. Ah, okay. Das ist sehr interessant. So für die Statistiker unter uns. Und wir haben hier Quarry Area Tag 1. Ah, okay. Und die Zeit, die wir dort mittlerweile schon verbracht haben. Dadurch, dass ich natürlich sehr entspannt spiele zwischendrin, auch das Spiel laufen lasse, ist diese Zeit höher als die, die ich in meinem eigenen Let's Play halt habe, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber egal, wir gehen los. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Produktionslinie. Verdoppelt die Aktionsgeschwindigkeit der Fabrik, die über die Unterstützung gelegt wird. Okay, also alles, was wir darauf legen, geht dann schneller, oder wie? Aha, was haben wir hier? Gartenloses Haus und hier haben wir den Wassertank. Genau, jetzt kommen wir zum Beispiel zu den Wassertank. Der deckt den Bedarf an Wasser in der Reichweite ab. Das ist super, aber Gefahr auslaufen. Dieses Gebäude zerstört in der nächsten Runde alles, was sich unter ihm befindet. Ausgenommen dasselbe Gebäude oder feste Gebäude. Also das heißt, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Und ich würde sagen, diesen Wassertank, den setzen wir uns hier so in die Mitte hin. Also hier. Weil, wenn wir uns hier raufsetzen, seht ihr selbst, welche Gebäude halt kaputt gehen. Und das wäre schlecht. Deswegen würde ich ihn gerne hier in der Mitte hinsetzen. Zack, wir setzen uns dort das hin. Jetzt haben wir hier dieses Produktionsliniengebäude, womit ich noch nicht so wirklich was anfangen kann. Ein gartenloses Haus nehmen wir. Erstmal, das setzen wir uns... wollen wir uns das hinsetzen? Hier setzen wir uns das hin. Einwohner haben wir. Die müssten jetzt auch ein bisschen zufriedener sein. Ja, glücklich sind es insgesamt 9. Sehr gut. Und wir setzen uns... kann man das nicht hier draufsetzen? Aha. Kannst hier hinter ransetzen. Da gibt uns jetzt gerade schon wieder neue Möglichkeiten. Dann setzen wir es mal dahin. Neue Plattform gebaut. Okay. Haben wir... auf geht's in die nächste Runde. Und wir haben einen Gastank. Dieses Gebäude kann explodieren, halt wenn, ne? Zündende Quellen und so weiter und so fort. Die brauchen das auf jeden Fall. Hier drauf könnten wir es setzen. Ich würde es aber gerne... wir müssen es irgendwo hier hinsetzen. Wenn wir dann später die Elektrizität kriegen, die wird dann auf jeden Fall alles wegbomben. Wir setzen es mal neben dem Wassertank hier hin. Sehr schön, es sind wieder ein paar zufriedene Leute. Und dann... hier geht es nicht weiter. Hier können wir die nicht so dran setzen. Nee. Dann doch, aber hier. Zack, damit wir unsere Plattform noch ein bisschen weiter haben. Sehr gut.
Wir haben dann mittlerweile 243 Einwohner, 142 sind glücklich, 101 sind traurig. Und ihr seht, hier ist diese Zufriedenheitsgrenze. Alles, was da drunter ist, da fängt es dann an, kritisch zu werden. Die können dann auch Aufstände machen. Also da müssen wir uns wirklich ein bisschen um unsere Leute kümmern. So, wir haben wieder neue Gebäude bekommen. Ein Büro und ein Park. Park ist gut, der Park ist super. Den werden wir uns mal hier hinsetzen. Zack. Mehr Leute, die glücklich sind. Und das Heimbüro nehmen wir mal gut als Grundfläche. Oder? Wenn wir uns das jetzt als Grundfläche allerdings hier hinsetzen, dann haben wir wieder eine Reihe davon ein bisschen verschenkt. Steuerung konnten wir ja von oben sehen, ne? Ja. Was da hinsetzen? Das müsste passen. Dann könnten wir daneben noch einen Wassertank hinsetzen. Doch, das machen wir. So. Setzen wir so hin. Sehr gut. Was haben wir als nächstes? Wir haben einen elektrischen Generator. So, und jetzt könnt ihr mal sehen. Guck mal hier, wenn wir ihn jetzt daneben hinsetzen würden, würde das Ganze explodieren. Das ist das, was ich meinte, ne? Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir uns den hinsetzen. Wir könnten ihn, also hier kann man auch nicht hinsetzen, aber wir könnten ihn ja auch nicht. Hier oben ist doof. Wir müssten ihn eigentlich hier hinsetzen. Da explodiert er auch. Wir werden ihn wahrscheinlich hier oben hinsetzen müssen. Das passt mir noch nicht so wirklich, aber wir müssen. Wir setzen ihn hier und dann können wir dann drumherum vielleicht noch ein paar Sachen bauen. So. 288 Leute sind happy. Sehr gut. Und wir haben noch ein tragbares Haus, was wir hier hinsetzen können. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob das hier, wie ich es mir gerade vorgestellt habe, machen könnten. Ja. Sehr gut. Damit können wir nämlich hier unsere Plattform erweitern. Zack. Sehr gut. Und vielleicht hier drauf dann auch noch ein bisschen was bauen. So. Oh, hier haben wir natürlich das mit dem Wassertank, das Problem. Da hoffe ich mal, dass wir noch eine Plattform kriegen. Weiter geht's auf in die nächste Runde. Wir haben ein tragbares Haus erhalten. Setzen wir. Setzen wir hier neben. Das ist okay. Da kommt vielleicht noch was, wo wir noch ein bisschen was hinsetzen könnten. So, also, was haben wir bekommen? Heimbüro und ein Unterstützungsfabrik. Du kannst die Regeln der Physik nicht brechen, wenn du sie geschrieben hast. Dieses Gebäude kann nicht zerstört werden. Sehr gut. Das würde ich dann nämlich auch gerne hier oben hinsetzen, damit wir hier einen Wassertank hinbauen können. Für die Bevölkerung, die hier ist. So, sehr gut. Und dann können wir das Heimbüro. Am liebsten wäre mir, wenn wir das hier noch mit hinsetzen könnten. Drehen wir das Ganze mal. Das passt nicht. Das passt nicht. Dann machen wir das so rum. So, und dann, wenn wir da nämlich noch ein kleines Häuschen hätten, dann können wir das dahin machen. Das wäre voll Knorke. Und hier haben wir noch ganz viel Platz. Das will ich auch haben. Ein Heimbüro. Nochmal so was Großes. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Heimbüro, das könnten wir hier hinbauen. Und wir könnten aber auch hier drüber schon was bauen. Hm.
Das Drehen bringt uns das nicht wirklich viel. Ne, wir machen es mal so. Zack. Das sieht ganz gut aus. Weiter geht's. Glücklich sind sie noch alle, das ist gut. Was haben wir hier? Ein gartenloses Haus. Wieso können wir jetzt hier nicht bauen eigentlich? So daneben? Einfach die Plattform da ist. Ich würde ja gerne hier noch ein bisschen Platz lassen, damit wir dann weitere Fabriken bauen könnten. Wir bauen trotzdem mal hier daneben. Weiter geht's. Nächste Runde. Wir haben einen Gastank erhalten und nochmal ein tragbares Haus. So, den Gastank, den brauchen wir ja eigentlich noch nicht. Ich würde den aber gerne dennoch schon mal bauen. Wir bauen den mal. Wo bauen wir den Gastank hin? Den Wassertank. Ich würde gerne noch einen zweiten Wassertank irgendwann hier hinbauen, aber da müssen wir auch mal gucken. Kann ich das hier nicht ein Stückchen? Jetzt kann ich es rücken. Genau, der ist genauso groß. Also wäre das sinnvoll, wenn wir den Wassertank hier hinsetzen. Dann setzen wir den Gastank hier hin. So, bringt jetzt natürlich noch nicht so wirklich Punkte. Ich weiß. Sieht jetzt vielleicht für den einen oder anderen doof aus. So. Setzen wir da hin. Das ist gut. Bauen wir hier noch ein bisschen weiter. So, was haben wir bekommen? Ein großes Haus. Ui, das ist aber ein großes Haus. Heißt ja auch großes Haus. So, wo wollen wir das hinpacken? Wir erweitern hier. Nächste Runde. Wir brauchen mal irgendwie noch ein paar Fabriken. Also nicht Fabriken, sondern ein paar wunderbare Gebäude hier. Aber irgendwie geben die uns hier nichts. Also ein paar Bedürfnisgebäude. Kriegen nur Häuser. Mit Häusern kann ich jetzt noch nicht so wirklich viel anfangen. Wir bauen mal hier weiter. Also was haben wir bekommen? Wieder ein Heimbüro. Ah. Sehr schön. Wir sind von Kuroland zu Kuroville aufgestiegen und wir können uns jetzt was Neues suchen. Erzeugt alle drei Runden einen Wachturm und wenn dein Glückswert unter 50% fällt, vergibt dieses Gebäude die Hälfte der Todesfälle, gibt einen aus jeder Fabrik und lässt dich einmal ein weiteres Spezial ziehen. Vergibt heißt das sowas wie von wegen, ist nicht so schlimm passiert? Und wir vergeben dir oder vergibt, dass er dann 50% das macht? Ich glaube, ich wäre eher für den Wachturm. Wir nehmen den Wachturm. Und was haben wir hier? Ah, die Mechanikgebäude. Was nehmen wir? Ein Casino. Oder zwei Mechaniker. Oder zwei Casinos oder ein Mechaniker. Ja. Nehmen das mal. So, dann nehmen wir die Aktionsfabrik. Was haben wir hier? Eine Hausfabrik und den Wachturm. Ja, den Wachturm. Da müssen wir mal gucken, was der jetzt eigentlich macht. Ist mir jetzt noch nicht so geläufig. Und eine Hausfabrik. So, die Hausfabrik. Da hatten wir doch schon eine hier gebaut. Genau, ich würde dann die gerne daneben bauen.
Zack. Mal gemacht. Und die Aktionsfabrik, ja, wo wollen wir die hinbauen? Zwischen passt nichts. Wird das hier auch gerne frei halten, das Ding? Würde ich mir gerne hier noch einen Wassertank hinpacken, wenn wir mal ihn kriegen würden. Dann machen wir das da hin. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, das sollte passen. So. Sieht ja schon mal echt knorke aus. Was ist das hier, ein Wal? Ich habe den Wal gestreichelt. Ich kann Wale streicheln. Oh, komm her, du kleiner Süßer. Ah, habt ihr das gesehen? Komm her. Kann ich keinen Wal mehr streichen? Hab ich ihn jetzt ausgestreichelt? Bestes Spiel ever, man kann Wale streichen. Hallo. So, wie wollen wir uns mal umdrehen? Ich will den Wal mal sehen. Hallo. Hallo, Wal. Wally McWal? Oh, ich hab einen Wal gestreichelt. Hui. Die Kleinerin ist glücklich. So, weiter geht's hier mit Pile Up. Ach ja. Das passiert. Gibt der Rinde keinen Wal. Das kann auch schief gehen. Keine süßen Tiere mehr für die Rinde. So, weiter geht's hier. Wir haben einen Wohnkomplex. Sei vorsichtig, die Wände sind dünn. Und ein Heimbüro. Ah, der Wohnkomplex sieht aber interessant aus. Aber wir können ihn nicht hier bauen, wo ich es denn gerne hätte. Der sieht auch ein bisschen größer aus als die anderen, oder? Ja, der ist größer als die anderen. Das ist ja ein Schmuh. Na, dieses Jahr Gack. Den machen wir dann mal hier irgendwie hin. Ja, den machen wir da hin. Das ist schwer, ein Wal. Ich kann schwer streichen. Streiche den Wal. Außer, dass er glücklich ist und uns lieb hat, was passiert? Nichts. Ich hätte gern, dass das der ganze Bonus hier auf meinen Glücklichkeitsradar hier von unseren Leuten dann geht. So. Der Wohnkomplex, den finde ich kacke. Der ist doof. So. Wir müssten irgendwo hier noch was bauen. Ich glaube, wir setzen den dann dahin. So. Ja, doch. War, glaube ich, nicht so verkehrt. Weiter geht's. Wir haben ein tragbares Haus. Ein Wassertank. Na, Gott sei Dank. Den kann man nämlich hier oben hinpacken. Sehr schön. Da läuft nichts aus. Also ja, doch. Es kann auslaufen, aber zerstört nichts. So, im Gegensatz zu hier oben. So, ich würde den... Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier eigentlich versuchen... So, draufzusetzen. Genau, dann kann man nämlich drumherum noch ein bisschen bauen. Perfekto. Und das war, glaube ich, ganz gut hier, was ich gemacht habe. Ah, ich habe hier nach unten noch 2x2. Passt hier. Ah, es passt. Drin ist happy. Aber schon wieder so einen doofen Wohnkomplex. Ja, dieser Wohnkomplex, den finde ich doof. Wollen wir den hier hinpacken? Oh, den setzen wir jetzt hier hin, den Wohnkomplex. So, Wasser haben sie. Die brauchen Garten und sowas alles. Na, wir hatten ja nichts. So, aber es sieht schon... Es sieht ein bisschen aus wie das Logo, was Pile Up selber hat. Ich habe das Logo noch gebaut, unbewusst. Gut, weiter geht's. Das haben wir gekriegt. Wir haben ein Casino bekommen, ein gartenloses Haus und einen Wachturm...
Dieses Gebäude ist instabil. Seine Wirkung könnte vernichtende Folgen haben. Zerstört das letzte platzierte Gebäude und gibt eine Kopie davon ab. Aha. Na, das ist ja ein doof. Gut zu wissen. Braucht kein Mensch. So. Ich hätte sehr gerne hier zwischengebaut. Da, genau. Dann haben wir das Casino. Erzeugt ein Gebäude, das ihren Tag verfluchen oder segnen kann, wenn es gespielt wird. Naja. Dann schauen wir mal, ob wir Fluch oder Segen zugleich haben. So, die Ecke würde ich freilassen. Und das Casino bauen wir... Oh Gott, wo bauen wir denn das Casino hin? Hier vielleicht so auf die Ecke? Oder wollen wir das versuchen, hier mit dran zu hängen? Wir kriegen nicht so viele kleine Gebäude, das ist mein Problem. Ich will die Plattform hier aber auch nicht zustellen. Können wir das hier nicht raufpacken, das Casino? Doch. Was haben wir bekommen? Ein Moai. Tut nichts anderes, als immer für dich da sein. Dieses Gebäude kann ich was? Was macht das jetzt? Tut nichts anderes, als für uns da zu sein. Ja. Mhm. Wenn ich das jetzt da drauf stelle, dann... Dieses Gebäude ist instabil, seine Wirkung könnte... Zerstört das letzte platzierte Gebäude und gibt eine Kopie davon ab. Ich weiß noch nicht, wo ich diesen Wachturm hinplatzieren soll. Das ist mein Problem gerade. So, jetzt haben wir den Moai gebaut. Abgeholzt, genau. Und jetzt können wir den wieder dahin bauen. Also die Wachturmfabrik, die müssen wir irgendwie versuchen, wieder wegzukriegen. Die bringt uns 0 Punkte. Absolut nicht. Gut, weiter geht's. Nächste Runde. 898 Einwohner. Nicht gerade wenig. Was haben wir bekommen? Ein großes Haus und ein tragbares Haus. Aber, Freunde der Sonne, Freunde des guten Geschmacks, liebe Rinlors, das werden wir alles in der nächsten Folge erst machen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen hier bei PieUp. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken und mit den Worten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.